Und damit willkommen zurück bei Minute of Islands. In der letzten Folge sind wir ja irgendwie einem seltsamen Phänomen zum Opfer gefallen, wo wir diesen Luftreiniger aktivieren wollten. Wurden wir angegriffen, kann man fast sagen, ne? Von was auch immer. Im Hintergrund der Felsen nahm dann die Form von Safan an. Oder einem der anderen Brüder, ich weiß es nicht. Ja, wir sind da hinten über die Klippe gestürzt und unten in diesem Brunnen gelandet und haben uns dann in einer Art Traumwelt wiedergefunden, aus der wir entkommen mussten. Es ist uns geglückt. Unser Onkel hat uns dann aus dem Brunnen gefischt, als wir wieder bei Bewusstsein waren. Dann haben wir noch so ein bisschen was erfahren über die Welt, oder beziehungsweise unser Verhalten mit der Welt, ne? Also Mo, unsere Protagonistin, verlangt von allen, dass sie Maske tragen, um sich vor diesen Sporen hier zu schützen. Selbst tut sie es aber ja nicht, das ist uns ja auch schon aufgefallen. Und zum Schluss sagte ihr Onkel noch, denk dran, nach deiner Schwester zu sehen. Und sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Weil, wenn wir nochmal an die Fotosituation denken, also die Fotos, die bei Mo hingen, waren überwiegend mit ihrer Schwester. Und die Fotos in dem Haus vom Onkel enthielten Mo praktisch nicht. Also da scheint ja auch irgendwie familiär was im Argen zu sein. Naja, wir versuchen jetzt aber auf jeden Fall mal den Lufterfrischer oder den Luftreiniger nochmal in Gang zu kriegen. Das sieht doch schon mal besser aus. Born and Bever are cleansed, but the batteries won't last. It's time for Zafan to do his part. Ja, dann also zurück. Hätte ja sein können, dass da nochmal irgendwie verabschiedende Worte. Das klingt jetzt wieder etwas sehr hart, als wenn wir erwarten, dass was Schlimmes passiert mit einem von uns beiden, aber die scheinen ja doch nicht so im dauerhaften Kontakt zu stehen. Und dann weiß man ja auch immer nicht so genau, wann sieht man sich das nächste Mal wieder oder so. Weiß ich nicht. Ja, hier war der Lufterfrischer. Woanders lang. Ich sage mal Lufterfrischer, Luftreiniger war es ja. Da unten? Orientierung verloren. Ja, doch, das sieht ganz gut aus. Aber mir fehlen tatsächlich noch Erinnerungen, ne? Ja, 10 von 12.
Tja. Ist ja immer so ein Completionist, ne? Man möchte ja immer ganz gerne alles, um halt auch die ganzen Geheimnisse zu erkunden. Boah, aber ich glaube, das finde ich wahrscheinlich sowieso nicht. Ich kenne mich ja. Ja, nee, das war falsch, okay. Schon wieder verfranst, wa? Nee, genau so war's. Ja, das hatten wir uns auch durchgelesen, aber. Ja, ein bisschen was ärgert mich, dass eine Erinnerung flöten gegangen ist. Da ist eine. Sagt mir die schon. Oder ist die vom Anfang? The children used to all come here together. Miri, Mo, their friends. For the Seaberry Jam, the scarecrows, and the rides. And then the Exodus happened. Mist. Jetzt fehlt uns nur noch eine, verdammt. Ich schau noch mal nach. Man ist ja neugierig. Ja, könnte Miri dann vielleicht unsere Schwester sein? Auf zwei fehlende Erinnerungen hätte ich mich eingelassen, aber bei einer, denke ich mir, die muss doch zu finden sein. Vielleicht nochmal hier gucken. Das haben wir alles gesehen. Ja, Moos nur auf wenigen davon zu sehen, genau so hieß es. Der Hund, genau. Könnten wir jetzt doch nochmal den Wein uns schnappen? Vielleicht wäre das nochmal eine Idee. War das ich doch noch da gemusst? Wieder etwas orientierungslos.
ich habe gerade ein bisschen zu oft auf F gedrückt. Ja. Okay. Ja, das war der. Da kamen wir nicht weiter. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn wir jetzt den letzten Luftreiniger aktiviert haben, sich dann hier vielleicht nochmal irgendwo was tut. Die letzte Erinnerung ist uns ja auch, hat uns ja auf dem Weg angesprungen, zu an einem Punkt, wo wir ja schon mal gewesen sind. Deswegen kann es ja gut sein, dass jetzt die letzte fehlende Erinnerung auch an einem Ort ist, den wir eigentlich schon kennen. Die Neugier treibt mich voran. Ich möchte es gern erfahren, ob wir es vielleicht noch finden können. Zur Not machen wir die Folge einfach ein bisschen länger, da habe ich keine Schmerzen mit. Ist aber auch alles schon bekannt. Hier sind wir ja auch gerade hergekommen. Na, wieso gehst du denn nicht runter? So. Also ich würde tatsächlich, wenn, dann nochmal beim Wein vorbeischauen. Oder haben wir hier was übersehen? Ne. Aber sieht so aus, als wenn es da hinten reingehen würde. Das hatte ich ja vorhin bei der entsprechenden Folge mal benannt. Nichts. AD. Oh, aber da war doch noch diese Stelle mit diesem, mit dieser komischen Seilwinde, mit diesem Haken. Sieht verdächtig so aus, als wenn man da irgendwas mit anfangen könnte. Ich wüsste, ob das hier war.
Ja, das ist diese Stelle. Aber ich kann nichts damit anfangen. Eigenartig, oder? Also. Sehr seltsam. Dann bleibt uns ja praktisch nur noch anzunehmen, dass die fehlende Erinnerung in dieser, naja, ich nenne es mal Unterwasserwelt zu finden war. Das war verkehrt. Wieder verkehrt. Na gut, dann werden wir uns mal auf unser Tentakelschiff begeben und zurückreisen. Ein wirklich fantastischer Soundtrack irgendwie. Gefällt mir gut. Auch der ganze Artstyle von dem Spiel. Jetzt zugegebenermaßen, ich stelle mich manchmal ein bisschen dusselig an. Müssen wir mit leben. Aber ihr müsst damit leben. Thank you.
Ja, hiermit hatten wir das Schiffchen ja gestartet. Ja, dann wollen wir mal schauen, ob wir unseren lieben Safran dazu bewegen können, zu kurbeln. Also ich nehme an, dass er kurbelt. Das sah so aus. Oder haben wir das in der Sequenz schon mal gesehen? Das sah so aus, als hätte er ein Gestänge, mit dem er kurbelt. With the spores gone, the air is allowed back in, and so is she. Seltsam, da hinten. Das sieht auch so nach Stufen aus. Da ist so ein kleiner Pfeil hier vorne eingemalt. Ich habe gerade eine spontane Eingebung gehabt. Ich hatte gerade eine Eingebung. Es hieß ja, mit der mit dem Weggang der Sporen konnte die Luft wieder rein und sie auch. Wir haben aber auch genau so einen gelben Look wie die Sporen. Vielleicht sind wir auch giftig. Ja, ich habe es schon befürchtet. Hier gibt es keine Erinnerung. Also wir haben tatsächlich irgendwo eine Erinnerung übersehen. When they gave her the Omniswitch. They honored and bound her, the human they chose as their apprentice, now tasked to save them all. Okay. Warum bewegt sich das denn jetzt nicht mehr? Das hatten wir doch aktiviert. Es wirkte ja so, als wenn das etwas ist, was aktiviert sein muss. Und ich dachte, ja, sollte das auch so sein, wie wir es verlassen haben. Ach ja, das ist ja der Hauptmonitor. Den wir momentan auch nicht benutzen können. Ja, okay, verstanden.
Ja, und dann wird sich wahrscheinlich auch dieses Portal wieder öffnen. Ja, das wäre natürlich jetzt eine grandiose Stelle für einen Cliffhanger, aber ich habe ja versprochen, ich mache die Folge ein bisschen länger, weil ich vorhin rumgebummelt habe. Empty. Somewhere deep in this labyrinth, the power lines are cut. Aber zumindest, na, sehen wir doch mal, hat sich dieser geöffnet. Kann man den nicht einfach pieken? Oder hier an die Füße killern? Scheinbar nicht. Ich weiß, dass rechts die Tür aufgegangen ist. Genau, was ihr denkt, ihr Lümmels. Aber ich habe vorhin gesehen, dass ich hier drei Erinnerungen finden kann. Und was wäre naheliegender, als sie dort hinten zu verstecken, wo ich jetzt gerade nicht hingehen soll? Manu! Das ist doch gemein. Gespielt, echt. Gemeinheit. Ich habe gedacht, jetzt entdecke ich das große Geheimnis, wo die verlorene Erinnerung zu finden ist. Dann sowas. Na gut. Dann fügen wir uns dem Willen der Entwickler. Und betreten mal dieses Türchen. Aha. Also doch irgendwie organisch, hm? Power should flow through this capacitor, but it's not finding its way here. Ja, vor allem diese untere Leitung sieht ja auch ziemlich aufgefasert aus. Die werden wir mal als erstes untersuchen. Okay, die Tür geht nicht auf. Ich bin ja neugierig. Tadarata, eine Erinnerung. Sieht aber cool aus hier. What do you think will happen when you leave? Who will take your place? You are staying right here. On these forsaken rocks you call a home.
Diese kleine Figur dort sieht aus wie, eine der Brüder. Wieder so Flaschenschiffe, Buddelschiffe. Ja, interessant. Wer hat das wohl zu ihr gesagt? The fuses blew out. Of course. Ich bin immer wieder erstaunt. Diese Leitung führt zur Herzkammer, heißt es. Und dann, ja, eine Sicherung ist durchgebrannt. Also es ist schon alles sehr, sehr biomechanisch, ne? Also. Es muss da drüben hin. Da drüben muss es hin. Das ist sozusagen die Ersatzsicherung. Jetzt habe ich es. Ja, und man muss den erstmal noch ein bisschen gängig machen. Whoops. Ja, da haben wir doch schon mal die erste Leitung für unseren Herzkondensator tief bekommen. Hier, wo so ein Shortcut ist. Na, doch da hoch. Aha, geht doch so. Zack. Ach, das ist die Tür, die gerade eben verschlossen war. Der Rückweg. Gut. Ja, auch nicht schlecht. Dann würde ich mal so sagen, unterbrechen wir hier. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns dann um die zweite Leitung, die dort so tot über uns hängt. Naja, tot nicht, aber zumindest führt die keinen Saft. Und das werden wir in der nächsten Folge untersuchen. Bis dann.